Aber gibt es so ein bestimmtes Bastards-Feeling? Ja, definitiv. Also es gibt einen ganz speziellen Band-Humor und auch einen Wettstreit, wer die absurdesten Ideen innerhalb kürzester Zeit produzieren kann, die dann vielleicht in dem Kontext, in dem sie gerade produziert werden, gar nicht so absurd klingen, weil natürlich jeder mitkommt. Aber das kann man natürlich niemandem erzählen, sobald man aus dem Bus aussteigt. Das ist, sowas schweißt halt zusammen, wenn man so eine Geheimsprache dann hat und irgendwie gemeinsam verroht ist in 3 Wochen auf Tour und so, oder 3 Monaten sind es bei uns jetzt gerade. Und es gibt auch schon eine verbindliche Ästhetik. Also jeder mag natürlich verschiedene Musiken oder kommt hat mit anderen Kulturen zu tun, steht vielleicht mehr auf, was ich vorher gesagt habe, Swing oder Frank Zappa oder weiß der Geier, aber jeder findet bei dem, was bei Bastards wichtig ist, schon irgendwie den Punkt. Es gibt eine gewisse Sache, die macht das alles aus und die heißt kein Pathos und eben Sachen zügig auf den Punkt bringen, was ich jetzt endlich geschafft habe, glaube ich. Ja, vielen Dank. also es ist ja einfach so, also so Blechreiz oder Butlers, die sind jetzt wieder irgendwie aktiv, nachdem sie irgendwie Familienväter geworden sind und das ruhige Leben wahrscheinlich nicht mehr aushalten konnte. Und ihr habt es eben geschafft, einfach immer dabei zu bleiben. Und ist das eigentlich auch vielleicht was Positives für die Band, dass man ab und zu einen neuen Einfluss bekommt mit den neuen Jungs, mit den neuen Mitgliedern? Ja, definitiv. Definitiv. Also das heißt ja jetzt nicht, dass jemand Altes ausgemustert wurde, weil er nichts mehr zu bieten hatte, sondern dann müsste ja jeder, der schon Gründungsmitglied war, von uns sofort seinen Hut nehmen. Aber neue Leute oder Leute, die vielleicht einen anderen Background haben als dieselbe Straße, in der wir alle aufgewachsen sind, das ist immer eine Bereicherung, klar. Wunderbar. Der Stil hat sich ja zum Teil auch ein kleines bisschen verändert. Das ist dann wahrscheinlich auch zurückzuführen eben auf neue Einflüsse, wahrscheinlich auch von neuen Musikern. Es hat erstens damit zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass man nicht mehr als 20 Jahre lang ein und dieselbe Sache völlig identisch machen kann. Das hat so ein bisschen was mit geistiger Inzucht zu tun. Und das macht dann auch wirklich keinen Spaß mehr. Also dafür sind wir alle zu umtriebig. Und jeder guckt halt, wo er vielleicht noch irgendwie einen Kick herkriegen kann oder was man noch nicht probiert hat und so. Und Eindimensionalität war noch nie unser Ding. Wunderbar. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was eben auch überhaupt nicht eindimensional sein kann, sondern was macht ein gutes Konzert aus? Also aus Musikersicht jetzt. Wow, das ist jetzt, man muss rauskommen und das Gefühl haben, es ist angerichtet. Also draußen steht ein voller Club oder eine volle Halle. Die Leute sind guter Dinge, bereit, das aufzunehmen, was da kommt, was auch immer es sein will. Also jetzt, die fordern jetzt nicht genau ein und den Song ein, wenn der nicht kommt, ist alles scheiße, sondern sind da und offen und man geht irgendwie so eine Freundschaft auf 2 Stunden ein mit den Leuten, für die man da gerade spielt. Das ist für mich ein sehr gutes Konzert. Ja, nun ist es ja so, dass ihr eben auch echt eine Menge Songs liefern könnt. Wie ist es jetzt, heute seid ihr da mit einem neuen Album? Und kommen nachher noch drauf zu sprechen, aber ist es dann nicht auch schwer, dann irgendwie auszuwählen und zu sagen, machen das Line-Up heute oder das kommt jetzt, wie ist der Prozess einfach der Auswahl? Also früher war es so, dass das immer so Zeitpunkte waren, wo die Band sich fast aufgelöst hätte, weil es natürlich, also jeder hat eine andere Meinung, jeder findet was anderes gut und so. Mittlerweile geht es relativ geordnet ab. Es gibt eine Kommission, die jedes Mal sich bereit erklärt, bestehend aus höchstens 4 Leuten. Und dann gibt es so ein bisschen Brainstorming und so. Und man überlegt sich, in welcher Art von Stimmung die Konzerte stattfinden könnten, wie der Spannungsbogen sein könnte. Und dann gibt es ja Stücke, die erfüllen dieses oder jenes Kriterium. Es gibt Abgehstücke, es gibt die etwas ruhigere Nummer, es gibt die Hymne, die natürlich sein muss. Dann gibt es die Hits, die Best-of-Schiene und so. Und mittlerweile geht das glaube ich, ganz gut von der Hand, dass wir da einen schönen Ablauf reinkriegen. Und gibt's auch Stücke, wo ihr sagt, die spielen wir nicht mehr, weil die sind irgendwie für euch ausgenudelt oder die könnt ihr selber nicht mehr hören oder, ja, also, du musst jetzt nicht unbedingt sagen, welcher Titel das ist, aber ob es da Sachen gibt. Also ich als alter James Bond-Fan muss jetzt sagen, sag niemals nie. Gut, okay, wunderbar. Gleich mal, war James Bond eigentlich schon mal in Japan?
Bond hat meines Wissens in Japan den Satz geprägt, kein Vogel baut sein Nest in einem kahlen Baum. Da hat er in einem Jacuzzi gesessen und der japanische Kollege hat ihn darauf angesprochen, wie ungepflegt doch eine haarige Brust wäre. Ja, und hast du selber Erfahrungen damit gemacht? Ihr wart ja nun auch auf Japan-Tour und oder vielleicht gab es auch andere Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ja, also die Erfahrung in Japan war, dass man sich auch heutzutage noch fühlen kann wie die Beatles, wenn man in Osaka, nachdem man um die halbe Welt gereist ist, den ersten Gig spielt und da sind einfach mal so um die 1000 Leute, die sich aufführen, als ob sie ihr Leben lang auf diese Band gewartet hätten. Das war wirklich hysterisch. Also von zurückhaltenden Asiaten kann überhaupt nicht die Rede sein. Habe ich schon öfter gehört, irgendwie von Hottenhaus oder Mark Fogo hat das auch erzählt. Also ja, ist die Frage ist eigentlich, warum kommt der Ska da so unglaublich gut an? Also Ska ist per se einfach mal nonkonformistische Musik. Auch wenn es da vielleicht irgendwelche Dresscodes gibt oder so, aber Ska ist eigentlich immer rebellisch. Und wenn man sich in einer so konformistischen Gesellschaft wie der japanischen mal entschieden hat, nonkonformist zu sein, dann ist man das, glaube ich, mit etwas mehr Hingabe als bei uns. Okay. Anderes Highlight, denke ich, in der Bandgeschichte, vielleicht liegt das auch nur an mir, weil das meine zweite Platte gewesen ist, die ich mir gekauft habe, das war die Live in Montreux-Scheibe. Ja, einfach mal die Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, auch auf dem Jazz-Festival zu spielen, dann eine Aufnahme dazu zu machen und vielleicht auch noch in dem Zusammenhang, wie du die Schweiz bisher erlebt hast, auf Konzerten, mit ob es irgendwelche Bands gibt, die dir besonders gut gefallen haben, mit denen du gerne zusammengespielt hast oder also einfach mal das Schweizer Thema jetzt, angefangen mit dem Jazz-Festival in Montreux. Also diese Montreux-Geschichte kam so zustande, dass die dortigen Macher, die Veranstalter, einen Ska-Abend machen wollten, Specials waren schon gesetzt. Und dann haben sie, was für mich immer noch sehr komisch klingt, einfach gesagt, so als zweites hätten wir gerne die Busters. So, es war anscheinend damals das Schlüssigste. So, dann haben sie bei uns angerufen und haben wir gesagt, ja, ist gut. Ich habe gesagt, ja, ich muss aber am nächsten Tag noch auf dem Römer irgendwelche Applewein-Lieder spielen, aber das kriege ich schon hin. Also sind wir nach Montreux gefahren, haben da gespielt und dann gab es die CD. Das war relativ kurz und bündig und ganz einfach. Was das weitere Schweiz-Thema angeht, wir hatten vor kurzem das Vergnügen, mit Stan or Itchy zusammen zu spielen. Eine hervorragende Schweizer Ska-Band, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und haben, das ist jetzt allerdings schon ein bisschen länger her, in den 90ern öfters mal mit den Peacocks gespielt. Und was mich da wirklich gekickt hat, war, dass die wirklich beide Musikstile, die ich sehr, sehr mag, Rockabilly und Ska, wirklich zusammengekriegt haben. Und das hat so geswingt und gepowert und gegroovt, das war der Hammer.